Hallo, Commander. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. Hallöchen und willkommen zurück zur nächsten Session. So, wir haben hier Exoroid Operations. Mehr oder minder. Drin ist ja auch noch einer. Ne, sind ja aber nicht die richtigen. So, er kann runter. Okay. Na, der ist aber mutig. Unser Mann ist bei einer der Exalt-Relais-Stationen. Wir müssen sie nur noch aktivieren, um die dort gespeicherten Daten zu erhalten. Die Funkrelais-Station ist deaktiviert, Commander. Unser Agent hat sich in das System gehackt und ihre Daten teilweise entschlüsselt, wodurch auch die Kommunikation von Exalt unterbrochen wurde. Wir sollten nach weiteren Relais-Stationen Ausschau halten. Drücke vor. Fertig und bereit. Bin unterwegs. Mal gucken, ob das so stimmt, wie ich das haben will hier. Aha. Ah, guck mal, sie kommen also. Na also. Verdammt. Feind lebt noch. Gleich nicht mehr. Wäre es aber auch peinlich gewesen, hätte er nicht getroffen. Begebe mich an neue Position. Rücke aus. Ja, jetzt kommen sie von dort. Auch gut zu wissen. Oh, oh, das ist Solo. Das war so klar. Also, wenn die schießt, trifft sie. Das ist dann schon vorher bestimmt. In Bewegung. Der räumt den mal eben aus dem Weg. Alter, hat der viel Leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rein. Wow, 100%. Wer ist raus? Was sind Werte, ey? Davon kannst du träumen. In Ordnung, Commander. Die hat draußen die Stellung.
alle Daten gesammelt. Bringen Sie den Agenten zum Evakuierungspunkt, damit wir ihn ausfliegen können. Aber sicher doch. Ziel wurde aktualisiert. Verstanden, Commander. So, dann wollen wir doch mal losrennen. Auf dem Weg. Geladen und entsichert. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Ich setze die mal nach draußen. Dann ballern sie alles ab, was sowieso da rumläuft. Drücke aus. Im Laufschritt. Ah, da kommen die Nächsten. Den nächsten Toten. X-Ray neutralisiert. Oh, daneben. Verdammt, Feind lebt noch. Schade. Rücke aus. Geht in Ordnung. Ja, fatal würde ich jetzt nicht kinetischer Schlag machen. Greife Ziel an seiner Position an. Bam! Schön. Bin unterwegs. Ich wollte nur mal richtige Deckung machen. Position. Begebe mich auf Position. Hier müssen auch noch niemand mehr nachladen. So aus im Cindy. Bestätige. Verstanden. Ich halte die Augen offen. Kann weitergehen. Rücke vor. Sieht aber gut aus. Auf dem Weg. Drücke aus. Gut. Begebe mich auf Position. Du mal dahin. Und du spurtest da hinten. Das war's eigentlich auch schon, ne? Unsere Experten stehen schon bereit, um die neuen Daten auszuwerten. Unser Agent hat sich eine Auszeit verdient. Gute Arbeit da draußen, Commander. Sehr gut. Erfolg. Durchweg ausgezeichnete Arbeit. Wieder eine beeindruckende Leistung unserer Truppen. In der Tat. Wo um alles in der Welt? Neugierige Datenbankbelohnung 100 Euro. Die Entschlüsselung der Simulios, meine ich, Paragraphen. Die Entschlüsselung der erbeuteten Daten hat unsere Informationen über den Standort des Exxon-Gefährt-Exxon-Sturm und liegt nicht in Asien. Ah, sehr gut. Ich glaube, jetzt wissen wir, ne? Finde heraus, wo sich die neue Bedrohung versteckt. Ja, nochmal so Zeug. Entschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exort-Standorte werden neu berechnet.
Gut, Emäßrige, da sind die also. Okay. In Mexiko. Da haben wir also den Exol-Stückspunkt. Dann wollen wir Exolt mal in Bälde angreifen. Einen offenen Auftrag. Kann ich leider nicht liefern. Boah, 4000 dünne Männer. Ein paar Mutons. Was haben wir noch, was wir nicht brauchen? Sie sollten diese Anfrage direkt an Dr. Wahlen richten. Auch wenn ich nicht weiß, ob sie dieser Idee gegenüber offen wäre. Welche Idee? So, Satelliten werden fertig. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Ja, ja, ja. Ja, so dann optimiere ich. Ich habe 55 Meld, habe ich gesehen. Keine laufende Forschung? Was zum... Da müssen wir das ja mal ändern. Eine weitere Variation eines bereits schon identifizierten Exemplars. Der schwere Schweber. Wie zu sehen ist, haben die Aliens maßgebliche Verbesserungen am bestehenden Panzer- und Waffensystem vorgenommen und freiliegende Schwachstellen entfernt. Ein äußerst gefährlicher Kämpfer. Das stimmt. Wenn man Soldaten optimieren. Wobei ich wollte gerne was sammeln, ne? Dann sammle ich noch. Jo, 244, was könnte man noch machen? Nexus wird gebaut. Könnte, glaube ich, weitere Demons bauen. Habe ich denn noch einen? Kann ich einen bauen? Nee. Fehlt mir noch eine Energiequelle, die ich nicht bauen kann. Naja. Die Schiffs kann ich aber machen. Süße Vehicles, aber die sind durch die Max prinzipiell erledigt. Plasmakanone ist fürs Schiff. Gießerei, gibt's da was Neues? Nahkampf. Naja. Ist alles immer so eine Sache. Wie viele Laserknarren habe ich? Wobei, noch so ein Plasma-Präzisionsgewehr wäre nicht schlecht. Fehlt mir aber Legierung. Schade. Ist ja so cool. Naja, dann warten wir noch. Die Satelliten sind im Halbwald fertig und der Nexus in 2 Tagen. Also, das läuft. So. Verbesserte Reparaturen. Cool. Mit denen wir Reparaturen, Abfangjäger und Schiffs erheblich verkürzen können. Die Legierungskanone, Erstmal ein schwerer Plasmawerfer. Ich ziehe das wie immer raus mit einem Splitter. Das hat aber einen Grund. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Jo.
Befehl in der nächsten Folge vielleicht. Bis dann.